So, nächste Partie steht an. Habe ich jetzt mittendrin in den Draft reingeschmissen. Tut mir leid an dieser Stelle. Die Hacker ist bei Level 10. Dann mal los! Tracer ich hier, ist die Frage. Tommy First Pick, darüber müssen wir nicht reden, ist absoluter Bullshit, aber naja, wenn er das machen möchte. Irgendein Global mitnehmen. Bereit für den Kampf! Artanis Solo. Okay. Ich muss mir echt mal einen neuen Skin besorgen. Ich würde ja gerne den Mokablo haben. Es ist Zeit. Bis zum letzten Atemzug. Also ich glaube, wir gehen hier kein Blatt los. Oh, Morales. Eieiei. Da habe ich ja was zu tun. Der Tarn. Au, oh, das ist aber. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen schwierig, oder? Für Morales gegen Artanis und Diablo. Die beide unglaubliche Range haben mit ihren Charges und Swaps. Das wird ja richtig eklig. Ja? Na gut, die haben noch einen Root. Warum ging das Laden jetzt so schnell? Ich bin noch gar nicht fertig mit Quatschen. Oh, stimmt ja. Diesmal kämpfe ich an eurer Seite. Ich hatte es fast schon verbrennt. Ich würde dich vernichten, wenn ich nur könnte. Ja, ich gebe euch noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt aber los. Naja, jetzt klappen sie mal große Sprüche. Ah, ah, durchschaut. Haben sie durchschaut. Bombe! Ja.
Sack. Jawohl. Erstes Blut vergossen. Aha, die spielen zu fünf auf einer Lane. Das Böse ist jetzt liegen. Ah, Morales komme ich leider nicht ran. Dann richte ich meine Kanonen vielleicht auf ihre Feinde als Schlachtfeuer. Also richtig an Morales kommt man nicht hin. Man sieht, wenn er gerne, wenn er Sul das da oben solo macht, aber dass er das mit dem Kalten könnte, so ein Diablo. Und Komi. Macht's aber gut, die Kronen, das muss man hier schon immer sagen. Das war lernt aber auch nichts dazu. Natürlich kein Mann, aber das wird schwierig. Jetzt sind sie hier zu fünf. Ja, ich glaube, das können wir hier kaum halten. Komm, geht wieder hin, ich gehe auch hin. Der Artanis kommt jetzt schon in die Backline rein, das könnte vielleicht was werden. Sylvanas pusht. Oh, die haben es nicht gewagt, hier die Wall einzureißen. Oh, die wollen Pain. Deine Knochen werden das. Ah, die. Ja, nee, die wollen nicht Pain. So die Pain. Soll es sein. Na, die Backline hat das nicht so los. Von hinten und die Flanken. Das ist jetzt bitter. Wir müssen da wirklich. Oh, nice. War wichtig. Ja, wir müssen da wirklich schauen, dass wir einfach Komi in Position bringen, ordentlich was zu töten. Holt mal die Coins, dann glaube ich, verschieben wir das. Oh, die spielt das echt gut runter. Go. Wir gehen einfach Pain. 60 Seelen, damit kann man schon was anfangen. Hätte glatt mal Lust auf diabolische Eifer zu spielen. Ich bin ja mal jemand, der gerne auf Lebensregeneration spielt. Oder auf Zauberpanzer. Die haben aber jetzt wohl relativ viel Magieschaden. Was geht eigentlich noch? Okay, da stehen wir. Ich bin auf Life Rack. Unser Mitstreiter braucht Hilfe. Gut, jetzt ist gut, dass man natürlich mit Diablo, wenn man dann jemanden grabt, jemanden auch easy out of position bringen kann.
Das hat sicher wehgetan. Ich mache einen Kronen, ich glaube, aber es ist wichtig, dass sie jetzt bezahlt. Sehr schön. Dort unten mal die Fenden. Wir haben ein Level Rückstand ungefähr. Aber gerade wichtige Kills geholt. Tipp. Pain, ich komme. Oh, nice! Sieht so aus, als ob euer Feind bezahlt hätte! Feuer frei! Leider schon wieder zweimal draufgegangen. Aber gut, als Tank. Das ist atemberaubend. Ich brauche immer noch die 100 Seelen. Sieht nicht mal ganz so gut aus. Haben die schon das zweite Payment jetzt inzwischen? Ich glaube ja, oder? Okay. Lady weg. Das war ganz wichtig. Da ganz schnell wegkommen. Ja, Zul ist ein, Zul ist ein Problem, da müssen wir öfter rausnehmen, den Deppen. Feuer einstellen! Es ist nicht gesund.
Gegnerlager erobern. Ich glaube, das Payment können wir nicht verhindern. Ja, da war euer Gegner wohl schneller. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion. Der wird nicht wichtiger aufstehen. Kill-Anzahl. Ah, euer Bohr ist eine Ruine. Feuer! Sonst mach ich deinen Schädel. Ah, das sieht tatsächlich nicht mal so gut aus, der blöde Suhl. Xul macht uns hier echt die. Nun denn, bringt mir eure Dublonen für meine Dienste. Unser Mitstreiter braucht Hilfe. Ich brauche Level 16, dann kann ich auch immer Morales ausüben. Die Verkörperung der Angst. Heute gibt's keine Schatzsuche. Der Schatz ist da, vor eurer Nase. Holt ihn euch. Ein würdiges Opfer. Nee, ich glaube, wir sind Boss, oder? Die Verkörperung der Angst. Nein, den Sinn. Ich brauche dringend Level 16, um immer Morales mir zu holen. Abgemountet worden. Morales ist natürlich nicht das ideale Ziel, aber der war ja gerade das beste Target. Oh, der Suhl. Diese Welt wird schwächer. Und es fliegen die Viecher hier um die Ohren. Zeitpunkt, sich bei den Söldnern neue Freunde zu machen.
wollen wir mal sehen, ob ihr mit zwei... Das ist sehr unglücklich, was jetzt passiert gerade. Scheiße. Es ist natürlich wieder blöd, dass wir die Chromi sofort wieder verloren haben. Der Feind hat es auch wohl abgesehen. Ja, das Spiel ist verloren. Wir haben halt, das ist das Problem. Was macht man gegen den Zul, der oben in der Lane ist? Ich glaube, man müsste tatsächlich schauen, dadurch, dass sie uns dadurch natürlich auch gezwungen haben, zu viert, alle gegen sie zu viert zu lanen unten, einfach einen starken Laner gegen Zul, der wirklich extrem stark ist, wo Zul nicht so viel gegen machen kann. Sag dich so ein, weil komm halt an Morales nicht ran, das ist das Problem. Der Zul mit seinem. Unser Problem ist halt einfach, dass der Zul ständig oben ausgepusht hat ohne Ende. In beiden Lanes, mit und top. Dass er das gut kann, das ist ja kein Geheimnis. Und die Sylvanas, wir hätten einfach Sylvanas die ganze Zeit abstellen müssen. Wisst ihr was? Schätze für alle, aber am meisten für mich. Der Schrecken sucht eure Welt heim. Kann dann leider nicht viel machen. Sieht so aus, als ob euer Preis bezahlt hätte. Feuer frei, ihr Nichtnutzer! Worauf wartet ihr denn? Feuer frei! Euer Gegner!
Gegner hat eine Festung zerschossen. Eure Zitadelle steht unter Beschuss. In der Tat. Ich kann in die Backline nicht rein, wegen dem Kälters, wegen dem Root von Zul. Wie soll ich denn da rauskommen? Das geht halt nicht. Und der Muradin ist halt auch noch da. Episch. Ja, Zul hätte das Spiel gewonnen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Sieht schon sehr, sehr klar und eindeutig, wer das Spiel gewonnen hat, nämlich der Zul. Oder der Xul, wie es hier heißt. Schade, ich werde wohl nicht Platin kommen, ey. Das ist wirklich widerlich. Der Gegner war auch favorisiert. Das Problem ist, was soll ich machen, wenn ich reincharge mit Diablo? Genau wie Artanis. Wenn Artanis swappt, wie soll er denn da wieder rauskommen ohne Follow-up mit dem Earthquake? Das geht halt nicht. Du kannst nicht reingehen, reinchargen mit dem Diablo und Follow-up von den Teammates erwarten gegen Morales, wenn denn sofort das Earthquake kommt. Dann bin ich halt Geschichte. Ich bin halt immer tot dann, wenn ich reingehe. Was wir hätten machen müssen, ist flanken. Ne? Wir hätten einfach locker easy flanken müssen. Artanis hätte vielleicht einfach versuchen sollen, von der Seite reinzugehen und Morales bearbeiten sollen. Einfach, um sie zu stören, damit der Muradin nach hinten sich orientiert oder der Sral. Und dann wären wir halt raufgefahren. Aber das hat halt vorne und hinten nicht funktioniert. Wir haben halt wieder straight einfach von vorne angegriffen. Und das bringt halt einfach nichts, ne? Da muss man ganz klar sagen. So ein Flanker von der Seite wäre halt richtig, richtig gut gewesen. Vor allem, weil wir die meiste Zeit ja sowieso immer 5 gegen 4 gefightet haben, weil der Xul immer oben geblieben ist. Das war nicht optimal gespielt von uns. Der Xul hat das Spiel gewonnen. 30k EP-Farm. Holy shit, dann muss ich wohl demnächst hier Xul auf jeden Fall spielen auf der Map. Na gut, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.